Tja, meine Damen und Herren, dreimal dürft ihr raten, was gerade gestern angekommen ist. Wupp! Hm, zieh dich aus. Was ist das jetzt, fragt ihr euch, ne? Gestern im Random Stream habe ich es schon kurz erwähnt. Twitch hat endlich geliefert. Und ich habe meinen Bart viel zu kurz gemacht, der ist fast weg. Ja, die Twitch Hype Challenge. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr im November war das, da war diese Hype Challenge. Je mehr Subs man hatte, desto weiter ist man gekommen. Und wir haben ganz viele tolle Sachen für euch gesnackt. So, weg. Ah, ich bin ultra hyped. Hier ist ein kleiner Peek rein. Oh je. Und jetzt zeige ich euch die Sachen einfach mal einzeln. Ich habe sie selbst noch nicht rausgeholt. Und fange jetzt aber, eben habe ich es noch gesehen, dieser kleine Pin war, da ist er. Der Pin war ganz oben drauf gelegen. Wahnsinn, dass der beim Transport nicht runtergefallen ist. Also, zuallererst haben wir hier den Twitch Hype Challenge Pin. Wow. Alles, was ihr jetzt hier seht, bis auf eine Sache, möchte ich an euch weiter verschenken. Das hatten wir im Stream so besprochen. Und das meiste werde ich auch unterzeichnen, also unterschreiben können und so weiter und so fort. Auch hier kann ich bestimmt eine Kleinigkeit hinten dran schreiben. Ich habe so einen Metallmarker, zumindest DDB oder irgendwie sowas. Ja, also das ist der Pin, der Twitch Hype Challenge Pin. Sehr leckeres Teil. Fühlt sich wertig an, meine Damen und Herren. Ich beiß mal kurz rein. Yes, yes, yes. Das ist auf jeden Fall echtes Gold. Nicht? Ich lege mal dahin. Als nächstes haben wir hier die Twitch Hype Challenge Mütze, die sich ultra groß anfühlt oder die ultra groß aussieht. Also die ist auf jeden Fall, ich glaube, über meiner normalen Mützengröße, I think. Lege ich auch mal hier hin. Fühlt sich auch sehr, ja, ich mache jetzt hier nicht wirklich ein Review, ne? Also es fühlt sich gut an. Voll merkwürdig war übrigens, dass auf dem Karton einfach nur eine Adresse und mein Name drauf stand und mehr nicht. Da stand nicht, woher das kommt oder so. Ich dachte erst, ne, Wunder weiß, was es ist. Hier ist das Twitch, ich glaube, Mauspad. Ultra, ultra geil. Also das packe ich jetzt auf jeden Fall auf. Es gab übrigens auch eine Frage und eine Idee, die aus der Frage entstanden ist. Und zwar, manch einer fände es cool, wenn ich die Sachen benutzen würde, bevor ich sie euch schenke, bevor ich sie unterschreibe und so weiter. Zum Beispiel, dass ich die Kappe einmal in einem Stream aufziehe oder den Hoodie oder was wir da noch haben, einmal aufziehe. Alter, ist das fett. Das ist so fett wie mein Hyperbeast. Das ist noch fetter. Ach du Scheiße hier. Ein riesen Mauspad. Hype Challenge. Richtig, richtig geil. Und es fühlt sich genauso an wie mein Hyperbeast Mauspad. Es ist sogar ein Ticken dicker. Ja, also diese Anziehidee, die kam, weil manche fanden das oder finden das halt cool oder werden es cool finden, wenn ich zum Beispiel die Kappe mal in einem Stream trage und danach gewinnt man sie dann hatte ich sie halt an. Kretl hat direkt gemeint, das findet er ein bisschen komisch. Und dann habe ich gesagt, ja, an sich ist dieser Grundgedanke schon auch irgendwie merkwürdig. Aber auf der anderen Seite macht es mir auch nichts aus. Also dann halt die Kappe mal für den Stream anzuziehen oder zumindest kurz am Anfang. Hier ist die nächste Geschichte für euch und zwar ein Aluminium-Headphone-Stand. Ich mache das Ding jetzt auch einfach nur mal kurz auf und guck es mir an. Ah ja, ah, guck mal, da ist auch. Wow, alter Falter, ist das Ding schwer. Aber gut, muss es ja auch, damit die ganze Show nicht umfällt. Ich weiß nicht, warum das nicht eingepackt ist. Sag mal, also Quitsch, ich bitte euch. Das kann man ja wohl noch einpacken. Ja, und hier ist eben der Stand. Schraubt man dann da drauf und dann kann man da seine Headphones draufhängen. Sehr nice. Ich werde dann gucken, wie ich das mit der Verschickung mache. Von diesen einzelnen Artikeln. Also wir werden die Gewinner wahrscheinlich einfach über den Stream halt feststellen, so wie unsere Giveaways normal eben laufen. Und da muss ich selbst gucken, wie ich das mache mit dem Absender. Ob ich dann da einfach ein Postfach eintrage, ob das geht, das weiß ich nicht. Wir kommen übrigens direkt zum fettesten Teil des Pakets. Und zwar wahrscheinlich dieser tragbaren, wie sie geschrieben haben, Twitch-Decke. Da haben wir noch gescherzt von wegen, man kann doch jede Decke tragen, ne? Von A nach B. Aber was wir nicht gerafft haben, war die komische Übersetzung. Wearable hätte das eigentlich heißen sollen. Wearable? Also, dass man die anziehen kann. Da hätten wir halt auch mal früher dran denken können. Wow, okay, das ist ultra fett, das Ding. Ich muss den Kamerawinkel ändern. So, jetzt. Wow, alter Falter. Das ist ja ultimativ fett. Hier natürlich Twitch Hype Challenge. Dann kann man hier die Hände vorne rein stecken. Das ist übrigens sehr, sehr dünn. Und dann kann man hier. Es ist eigentlich. Also, es ist auch komplett geschlossen. Das kann man nirgendwo aufmachen. Das ist wie ein Bademantel, aber halt als Pulli. So viel dazu. Ich leg das mal hier so hin. Dann kommt hier noch eine Sache, die hätte ich wohl zum Anfang direkt rausholen sollen, aber die lag ganz unten. Vielen Dank, dass du die allererste Hype-Challenge zu einem vollen Erfolg gemacht hast. Wow! Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Bis zum nächsten Mal. Aber hallo! Bei der Hype-Challenge haben wir übrigens It's Killing Me eingesammelt, meine ich. So, jetzt kommt die letzte Sache, die für euch rausgeht und wahrscheinlich vom Wert her die fetteste. Und zwar, das ist, ich wollte gerade sagen, das ist offen, aber nee, es ist nur, hat nur ein bisschen Spiel hier. Ja, dieses Steam Deck geht auch an einen von euch. Also diese gesamten Sachen, die ich bis dato gezeigt habe, werden verschenkt. Ich glaube, das ist genau dieselbe Version wie meins. Und jetzt kommt die Sache, die wir für mich gewonnen haben. Und zwar, das ist echt ultra fett, dieses
Dito Plus von Divom. The Retro Pixel Art Portable Speaker. Das Ding ist so verpackt. Ach du Scheiße, Alter, ist das geil. Das ist ja richtig sweet. Ich finde es übrigens auch richtig geil, dass das einfach alles so geklappt hat, ne? Weil ich meine, Twitch ist weit weg und diese ganze Challenge, die hat am Anfang, ich bin ganz ehrlich, gewirkt wie ein Scam, also die Seite davon. Ich dachte, ich habe meine Mods kurz gebeten, nachzuschauen. Ich laufe übrigens kurz in die Küche und hole noch eine Schere. Ich habe meine Mods kurz beauftragt oder gebeten, dass sie nachschauen, ob es sowas schon mal gab und ob die Seite real ist, weil das sah richtig scuffed aus. Also es war ganz komisch und du musstest das halt so selbst einrichten, damit es gescheit funktioniert hat. Das war nichts von Twitch selbst, also direkt, sondern du musstest auf eine externe Seite gehen, dir ein externes Tool runterladen und so weiter und so fort. Und nur dann ging das. Und deswegen dachten wir alle an einem gewissen Punkt, ui, ob das überhaupt richtig funktioniert, ne? Und selbst wenn diese Zählung und alles klappt, die schicken einem das dann zu und ne, wo schreibt man sich überhaupt ein? Also wo nehmen die Daten her? Und pipapo, also war sehr merkwürdig, aber es ist einfach alles da. Also es ist krass, Chapeau an Twitch dabei. Ja, also der Griff ist übrigens aus Gummi. Die ganze Hülle sieht ultra sweet aus. Und jetzt hole ich das Ding mal raus. Das ist, wie gesagt, das ihr für mich gewonnen habt. Oh. Alter Falter. Ich nehme an, hier hinten dran sind noch Kabel und so weiter, ja. Und Sticker! Oh mein Gott! Das Kabel ist hier hinten übrigens. Also, und hier ist dieses Teil. Uiuiuiui, ist das geil. Boah, hört mal. Ich muss es an mein Mikrofon halten. Also die Tasten klingen richtig geil. Ich mache hier auf. Look at this dude. Ich mache hier noch die ganzen Plastikdinger ab. Ich glaube, das war's schon. Das sieht so edel aus. Und jetzt sage ich mal, feuern wir das Ding auch noch an. Auf, let's go. Wir können jetzt ja nicht hier einfach nur ein bisschen rumgucken und dann sagen, so, das war's. Nee, nee. USB-C, beste Lebe und gesleeved. Lecky schmecky, Leute. Das ist natürlich lecky schmecky. Okay. Ich gucke einfach mal. Ich mache es einfach mal an und wir schauen, was passiert. Wow. Ist das geil? Wow, das ist wirklich ultra cool. Die Tastatur ist sogar beleuchtet, ne? Bunt beleuchtet. Und es ist 1.40 Uhr, das überhaupt nicht stimmt. Hier könnte man lauter machen, da kann man leiser machen. Hier könnte ich wahrscheinlich mit den Funktionen springen. Helligkeit. Ist das geil? Das ist wirklich ultimativ sweet. Ah, jetzt sind wir im Menü hier. Musik, Art, Einstellungen, Uhr nehme ich an. Spielen? What? Was? Das sieht aus wie Tetris. Ich will. Oh! Oh! Okay. Ach so! Ist das. Hä? Gut, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ach, das ist Aquanoid. I'm pretty good, dude. I'm pretty good at this. Wow! Okay. Wow, ich bin scheinbar ein Genie. Sehr geiles Ding. Sehr, sehr geiles Ding. Ich werde mir da auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung zu durchlesen und das dann einstellen. Dann wird man das auf jeden Fall im neuen Büro sehen. Das werde ich dann einbauen. So, Dille, dann räume ich hier mal eben auf und ja, sag vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die ganzen Geschenke. Die werden wir einfach peu à peu in den Streams raushauen und ich verschicke die dann an euch. Ich räume hier soweit alles wieder in den Karton ein, so. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns sowieso heute Abend um 18 Uhr im nächsten Livestream. Da können wir direkt besprechen, wie wir das hier mit den Teilen machen. Also rankommen, meine Damen und Herren. Und nicht verpassen. Einen fetten Bademantel noch drauf. Wie gesagt, dann verabschiede ich mich. Haut da rein. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.